Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute mal wieder was Schönes kochen, gemeinsam. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute ein Kaninchen machen wollen. Das haben wir neulich gekauft, da haben wir es in zwei Teile geteilt und haben es tiefgefroren. Jetzt haben wir es gestern aufgetaut, haben es hier schön in Buttermilch gelegt und das werde ich jetzt gleich da rausnehmen, in zwei Teile trennen und werde das dann mit Senf einstreichen und Schinken drüben machen. In all I feel is blue. So, hier habe ich jetzt schon mal unser halbes Hoppelkaninchen. Das ist schön in Buttermilch. Dann habe ich hier ein bisschen Speck, Knoblauch. Wir möchten gerne ein bisschen Champignons dazu machen. Kartoffeln als Bratkartoffel. Pfeffer, Salz, bisschen Schmand für die Champignons. Fetten Speck, rote Zwiebel, Standard. Bisschen Senf. Ja, dann wollen wir mal beginnen. Ich nehme das jetzt hier einfach schon mal raus. Das werde ich jetzt kurz abspülen und dann schneide ich das halt gleich einfach mal in der Mitte auf. So, ich habe den jetzt einen schon mal durchgeschnitten. Einen habe ich da jetzt schon schön mit Senf und Speck gemacht. Jetzt mache ich hier auch noch wieder ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Und schön Senf. Das gibt dem Ganzen jetzt gleich noch einen richtig schönen Geschmack. Ne, wir wollen ja, dass das richtig kräftig auch schmeckt. Deshalb machen wir da jetzt schön viel Senf dran. Und dann machen wir hier nochmal den ein bisschen Pfeffer. Pfeffer, genau. Und dann wickel ich das Ganze in Frühstücksspeck ein, damit das nicht so trocken wird. So, ein bisschen was von der einen Seite. Jetzt will das nicht so wie ich. Meine Kamerafrau kann ja mal eben darüber schwenken. Da ist, einen habe ich ja schon fertig. Dann kann man das hier schon mal sehen, wie das dann fertig aussieht. Den hier mache ich jetzt auch fertig. Und dann kommt der zusammen mit in der Glasschale bei 180 Grad schön in den Umluftherd und wird schön gebräunt. So, die Champignons habe ich jetzt schön gewaschen. Die werde ich, schneide ich jetzt alle schön klein. Dann werde ich gleich mir ein bisschen Zwiebel klein schneiden. Und dann tue ich das da alles in die Pfanne. Und dann werde ich das gleich mal schön anbraten. So, jetzt schneide ich eben schnell noch die Zwiebel klein. Dann muss ich gleich die Knobi klein machen für die Champignons. Aber ich glaube, wir haben schon mal Champignons gemacht. Dann könnt ihr auch die Champignons bei uns in der Mediathek einfach nachschauen. So, Champignons mit ein bisschen Öl in der Pfanne, Zwiebeln drauf, schön Knobi da drauf getan. Wunderbar. Das muss jetzt so ein bisschen andünsten hier. Dann tue ich da gleich noch schön Schmand drauf und einen kleinen Schuss Rotwein. Und dann ist das tippitoppi. So, von meinem Rotwein ein bisschen Wasser drauf getan. Und tue ich da jetzt halt einmal 200 Gramm Schmand drauf. Und dann muss das nur noch runter reduzieren und dann ist es fertig. So, ich habe mir ein bisschen Bratkartoffeln jetzt angefangen hier zu machen. Ich habe als erstes fetten Speck ausgelassen, habe dann da die Kartoffeln drauf getan und ein bisschen rote Zwiebel. Jetzt tue ich da mal ein bisschen Salz rein. Das muss richtig schön gut werden. Dann tue ich da mal ein bisschen Pfeffer rein.
So. Ich sag's euch, das wird Wahnsinn heute, weil ich kann ja hier mal zwischendurch mal so in den Backofen reingucken. Das sieht so geil aus, Alter. Es gibt hier heute richtig geiles Essen. Ich freue mich richtig drauf. So. Meine Bratkartoffeln müssen nur ein ganz klein bisschen, damit die hier so ein bisschen kross werden. Unsere Champignons sehen auch schon mega gut aus. Ich brauche mal einen Löffel. Ich verbrenne mir mal den Mund. Ja. Salz. Das ist fadi bis zum geht nicht mehr. Also, es fehlt definitiv nur Salz. Sonst ist das echt gut. Schön. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Sehr schön. So, mal kurz antesten. Ja. Perfekt. Sehr gut. Freue mich. So. Bratkartoffeln noch einen ganz kleinen Moment. Und dann können wir gleich anrichten. So, jetzt habe ich das mal aus dem Backofen rausgeholt. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Ich tue jetzt mal eins davon auf den Teller und die Beilagen auch dazu. So, Kartoffeln habe ich schon mir mal auf den Teller getan. Oder uns. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen was an Champignons. Sieht doch schon mal geil aus, ne? Ich finde auch. Sehr schön. Sekarang saya akan menaruh jamurnya di atas piring saya. Oh, terlihat enak sekali. Sekarang kita akan memulai makan. Genial, oder? Ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Wenn man den Speck hier so zur Seite nimmt, kann man mal sehen, hier so diese Schicht, schön mit dem Senf und dem Pfeffer und so. Und das Fleisch hier sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Ich schneide das jetzt mal hier so ein bisschen auf, ab. Oh, richtig toll. Also, ne, das sieht doch richtig toll aus. Und hier auch, ja. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Bitte abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns demnächst. Ich wünsche euch was. Wir sagen Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.